Guten Morgen, liebe Schwestern und Brüder, ein herzliches Willkommen. Was liegt wohl näher als heute an diesem wunderbaren Tag, das Rad zu satteln und zum Gottesdienst zu fahren? So werde ich es auch jetzt tun, meinen Drahtesel fertig machen, die fahrende Sakristei und mich auf den Weg begeben, mit euch Gottesdienst zu feiern. Und ihr ahnt es schon, den Gottesdienst feiern wir heute wieder mal an ungewöhnlichen Orten. Wohin mich das Ziel führt, ich bin selbst überrascht. Ich kenne den Ort auch nicht. Abgespeichert ist er hier. Ich hoffe, ich finde es auf Anhieb. Ihr begleitet mich ja. Seid einfach mit dabei im Gebet und im Gesang. Und jetzt geht's los. Liebe Schwestern und Brüder, gefunden habe ich es einmal. Ich bin jetzt da in der Gemarkung Schneid am Melnbrünnler und alles ist wunderbar schon hergerichtet für den Gottesdienst heute am Dreifaltigkeitssonntag. Ich höre auch schon die Quellen plätschern. Alle meine Quellen entspringen in dir. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist.
Geiste. Wir wollen gemeinsam beten. Vater im Himmel, der du warst vor allem, was wir uns vorstellen und erdenken können, dessen Wort alles schuf und ins Leben rief. Du sandest uns in Jesus Christus dein Wort in die Welt, damit er uns ein Beispiel für ein Leben nach deinem Wort gab. Er blieb deinem Wort treu in Leben und Tod. Dein Wort rief ihm die Auferstehung. Und als er zu dir zurückkehrte, schenkte er uns die Zusage deiner liebenden Kraft, den Heiligen Geist. Lass uns im täglichen Leben spüren, dass dieses große Geheimnis deiner Dreifaltigkeit auch in uns und unserer Zeit lebendiges Wort ist. Das erbitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Schwestern und Brüder, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht. Der Geist, indem wir rufen, aber Vater. So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes und sind Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit gingen die 11 Jünger nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, dass das Predigen über den Dreifaltigkeitssonntag, dieses große Geheimnis der drei göttlichen Personen bei den Predigern an sich nicht besonders beliebt ist, das ist wohl nicht übertrieben zu sagen. Und deshalb gibt es auch eine Anekdote von einem Pfarrer, der Jahr für Jahr seine Predigt wie folgt begann und beendete. Das Geheimnis des dreifaltigen Gottes, liebe Schwestern und Brüder, ist so groß, dass es selbst euer Pfarrer nicht versteht. Darum fällt heute die Predigt aus. Amen.
Vielleicht habt ihr euch jetzt schon gefreut und habt gedacht, naja, kurz und bündig, aber wer mich kennt, der weiß, so einfach geht's dann doch nicht. Man kommt wohl leicht in Versuchung, es diesem Pfarrer nachzutun, denn das Geheimnis des dreieinigen Gottes ist eben für unseren menschlichen Verstand kaum fassbar. Zu groß ist es, zu unerhört. Ein Gott, drei Personen. Aber es gilt als Grundlage unseres christlichen Glaubens, darüber nachzudenken und darüber zu reden. Die Frage, die sich unser einer stellt, ist: Gibt es nun einen Gott oder gar drei? Theologen, gebildete Männer und auch Frauen haben sich darüber unendliche Male die Köpfe zermartert. Und jeglicher Versuch, das ins Bild zu bringen, was Gott in sich ist und was er mit dem Wort von Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit aussagen will, ist immer nur ein Versuch. Denken wir da an das dreiblättrige Kleeblatt des heiligen Patrick von Irland oder an das Beispiel eines Baumes, der fest verwurzelt ist, seinen Stamm hat, der emporragt und Äste mit Blättern und Zweigen, die frisches Grün hervorbringen. All das kann ein Symbol sein für den einen Gott, der sich dreifaltig zeigt, aber es ist eben nur ein Bild. Um aufzulösen, ob es wirklich nur einen Gott gibt oder auch drei. Nein, liebe Schwestern und Brüder, es wäre vermessen, so etwas zu sagen. Natürlich, es gibt nur den einen Gott, den Vater, der sich als Schöpfer des Himmels und der Erde erweist. Und weil dieser eine Gott eben groß und allmächtig ist, dürfen wir uns seine Einheit nicht armselig oder dürftig vorstellen. Nein, Gott ist in seiner Einzigartigkeit unglaublich reich und lebendig, vielfältig. Er ist das Leben in Fülle und die Liebe. Und dabei sind wir schon auf der Spur der göttlichen Dreieinigkeit. Es gibt eben nicht nur die Einheit in der Vereinzelung, liebe Schwestern und Brüder, sondern es gibt vor allem auch die Einheit in der Vereinigung, das Einssein in Liebe. Und das ist die Einheit, in der wir Gott finden. Gott ist die Liebe. Eine liebende Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nicht nebeneinander, sondern miteinander. Keine Aufzählung, sondern eine unverbrüchliche und tief begründete Einheit. Ich gebe schon zu, nicht leicht verständlich ist das. Mit unserem Verstand wohl kaum fassbar. Aber es ist ein Geheimnis, das sich aus der Tiefe des liebenden Herzens erfahren lässt. Und weil es ein Geheimnis ist, liebe Schwestern und Brüder, ein Geheimnis unseres Glaubens, deshalb bleibt es nach wie vor spannend, darüber nachzudenken und es zu erwägen. Wollen wir nun gemeinsam beten? Und bekennen wir dankbar unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Dreifaltiger Gott, wir sind da vor dir mit allem, was uns auf dem Herzen liegt. Und wir wenden uns dir zu, dir, der du willst, dass wir Leben haben und es in Fülle haben. Darum bitten wir dich. Da du Gemeinschaft bist, heiliger Gott, stifte Zusammenhalt. Da du Beziehung bist, heiliger Gott, knüpfe miteinander. Da du Wort bist, heiliger Gott, gib unseren Reden Sinn. Da du Einheit bist, heiliger Gott, führe zusammen. Da du Vielfalt bist, heiliger Gott, befreie zur Fantasie. Denn in dir leben wir, bewegen wir uns und sind wir, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. Reiche Quelle, hochgelobter Heiliger Geist, der du wohnst in unserer Seele, sie mit deinem Trost erfreust. Führ uns all zur ewigen Heimat, dass wir deine Herrlichkeit preisen voller Dankbarkeit. Führ uns all zur ewigen Heimat, dass wir deine Herrlichkeit preisen voller Dankbarkeit. Einen Gott in drei Personen bieten wir in Demut an. Alle, die auf Erden wohnen, alle sind ihm untertan. Seine Huld und seine Liebe, seine Allbarmherzigkeit preisen wir in Ewigkeit. Seine Huld und seine Liebe, seine Allbarmherzigkeit preisen wir in Ewigkeit. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, wir rufen deinen Namen an über Brot und Wein. Heilige diese Gaben und nimm mit ihnen auch uns an, damit wir dir auf ewig gehören. Darum bitten wir durch Christus, unserem Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Mit deinem eingeborenen Sohn und dem Heiligen Geist bist du der eine Gott und der eine Herr. Nicht in der Einzigkeit einer Person, sondern in den drei Personen des einen göttlichen Wesens. Was wir auf deine Offenbarung hin von deiner Herrlichkeit glauben, das bekennen wir ohne Unterschied von deinem Sohn, und das bekennen wir auch vom Heiligen Geiste.
So beten wir an im Lobpreis des wahren und ewigen Gottes. Die Sonderheit in den Personen, die Einheit im Wesen und die gleiche Fülle in der Herrlichkeit. Dich loben die Engel und Erzengel, die Cherubim und Seraphim. Wie aus einem Munde preisen sie dich Tag um Tag und singen auf ewig das Lob deiner Herrlichkeit. Alles, was atmet, alles, was lebt, ist heilig vor dir, ist heilig für uns. Alles, was atmet, alles, was lebt, ist heilig vor dir, für uns. Heilig vor dir. Ja, du bist heilig, großer Gott, wahrhaftig. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank. Brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Ludwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen und führe auch uns einst zum ewigen Leben. In die Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigams des heiligen Josefs, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, auf dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen nun gemeinsam das Gebet des Herrn sprechen. Wir wollen uns vereinen als Kinder Gottes, zu die wir berufen sind. Wir wollen Gott, den Vater im Himmel, bei seinem Namen nennen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Seht das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kommt und schöpfet aus den Quellen des Heils. Der Leib unseres Herrn Jesus Christus schenke uns das ewige Leben. Amen. Das Blut unseres Herrn Jesus Christus schenke uns das ewige Heil. Amen. Gott,
dreifaltig einer. Nur der eine Gott, aber nicht einsam, ein Ich, kein starrer Punkt, sondern Dynamik. Ein Gott der Bewegung, ein Gott der Beziehung, ein Gott des Lebens und vor allem ein Gott der Liebe. Vater, Ursprung allen Lebens, du, vielfältig, uns und diese Welt schaffend nach deinem Bild, größer, als wir ein Bild von dir denken können, schenkende Liebe durch und durch. So große Liebe, dass du sie als Sohn in diese Welt gesandt hast. Als dein Wort, als Zeichen deiner Liebe, als unserem Bruder, sich diesem menschlichen Leben ganz aussetzend, gehorsam dir, bis in den Tod. Liebe Schwestern und Brüder, jetzt hoffe ich, dass euch der Gottesdienst hier am Melnbrunnler bei Schneid genauso viel Freude bereitet hat wie mir und uns. Heute am Dreifaltigkeitssonntag. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Unter seinen Segen oder den Segen dieser göttlichen Einheit wollen wir jetzt auch diesen Tag und unser ganzes Leben stellen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Ich wünsche euch jetzt im Anschluss, sollte es noch früh am Morgen sein, ein gutes Frühstück oder schon auf Mittag ein gutes Mittagessen. Auch wir werden uns das hier an diesem schönen Ort gleich schmecken lassen. Der Herr sei mit euch. So segne und behüte euch der allmächtige und der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Tschüss, gell?